Ich habe einige Übungen gesehen hier zum Thema Ballkontrolle. Mhm. Wie wichtig ist das? Wie oft hast du das im Training? Ja, Ballkontrolle ist natürlich ein wichtiger Teil. Ich nutze gern Übungen zur Ballkontrolle, besonders in der Warm-up-Phase. Ich probiere öfter mal von dem sogenannten Pepper-Einspielen wegzukommen, dass wir sofort versuchen, halt viel mehr Volleyball-spezifische Übungen zu machen, sei es mit Bagger-Zuspiel am Anfang. Finde ich total wichtig, weil ich glaube, auch der Wechsel ist ganz wichtig für ein Training, weil sonst kommt so ein Automatismus irgendwann rein und dann machen die Leute 3 bis 4, 5, 6 Minuten Pepper, ohne dass sie ihren Kopf dabei benutzen. Und ich finde das ganz wichtig, dass das Training halt beginnt mit schon ein paar Aufgaben, wo die Leute mitdenken müssen, Handlungsfolgen haben. Und ja, Ballkontrolle natürlich ist ein ganz wichtiges Thema. Man sieht besonders bei den Mannschaften aus dem asiatischen Raum oder auch aus dem südamerikanischen Raum, die das sehr, sehr gut machen, die ein sehr, sehr gutes Ballgefühl haben, ein sehr, sehr gutes Ballhandling machen und das bringt einfach eine Grundqualität in das Spiel. Und das ist bei uns natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich denke, das ist in allen Bereichen, egal ob wir erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, eine Mannschaft, die mit einer guten Ballkontrolle arbeiten kann, kann, glaube ich, sogar in den unteren Bereichen sogar noch effektiver spielen als im oberen Bereich.